Bauarbeiten für das Woodstock-Haus auf dem Messeplatz in Basel. Derzeit wird hier ein dreigeschossiger Holzbau für die Messe Swissbau 2010 errichtet, der Ausstellungsraum und Vorzeigeobjekt gleichermaßen sein soll. Denn hiermit setzt das Team um Marketingfachmann Rudi Tobler die klimatechnischen Gebäudestandards für morgen. Was ganz wichtig ist, ist eben das, dass es einheimisches, nachwachsendes Baumaterial ist, nämlich Holz. Ein anderer Highlight ist, dass es das erste Gebäude in der Schweiz ist, das komplett mit LED ausgerüstet ist. Und zwar Aussenbeleuchtung, Strassenbeleuchtung wie auch Innenbeleuchtung. Das, was vor 40 Jahren sozusagen ein Aufbruch in eine neue gesellschaftliche Norm war, wird heute als Zeichen für eine neue gebäudetechnische Norm angesehen. Das Besondere am Woodstock-Haus in Basel sollen die drei verschiedenen Fassaden werden, die alle den MINAG-IP-Standard einhalten werden. Und das Woodstock-Haus gilt gewissermaßen als Signalwirkung für die Zukunft. Weil nächstes Jahr in der Schweiz die riesen Sanierungsbudget kommen vom Bund, oder? Die kantonalen Energiesanierungsbeiträge. Also das gibt einfach eine neue Atmosphäre in der Baubranche, habe ich das Gefühl. Was genau möchten Sie mit diesem neuen Woodstock-Haus den Messebesuchern zeigen? Also, dass sich schöne Architektur, Design und Klimaarchitektur nicht ausschliessen gegenseitig, sondern dass man tatsächlich jetzt im Häuserbau einen Schritt weitergehen und meine GP zum Label machen von allen Neubauten überhaupt. Seit dem 26. November wird hier hinter mir schon am Woodstock gebaut. Am 23. Dezember, also einen Tag vor Weihnachten, soll das Haus dann fertig sein. Und pünktlich zur Swissbau am 12. Januar 2010 soll dann der dreigeschossige Bau dann für die Öffentlichkeit zugänglich sein.